Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf dem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stüssel für euch. Heute wieder vom Letztest auf der Galgenberg 2K24 in der 10. Folge. Ich glaube in der 10. Folge. Ihr seht, ich habe ein bisschen vorgespult. Wir wollen heute so ein bisschen was am Hof machen. Zum Beispiel die Tiere füttern und so weiter und so fort. Und wir werden dann relativ zügig voranschreiten in den Monaten, denn wir wollen ja noch so ein bisschen das Ernte testen, dass zum Beispiel die Fruchtzerstörung passt, ne? Wenn ich da drüber fahre, dass es kaputt geht und solche Geschichten. Jetzt bin ich gerade am Suchen. Ach ja, da oben. Da oben war doch die Palettengabel irgendwo. Machen wir unser gutes Stück hier mal an. Wir müssen hier auf die zweite Ebene, weil da ist mein Frontlader, Teleskoplader, what else, hinterlegt. Einmal Handbremse raus. Und dann können wir nämlich hier rein. Wir wollen nämlich einmal die Hühner füttern. Das ist relativ einfach. Also viele fragen mich immer, Yogi, was ist eigentlich Food Plus? Also es gibt ja zwei Versionen, wo ihr die Galgenberg, die Oberschwaben, die Galgenberg 2K24, die Vierfach, damit starten könnt. Es ist relativ simpel. Es ist eigentlich nur eine klitzekleine Erweiterung, eine kleine Schwierigkeit mit einbaut in der Fütterung. Wir könnten es mal ganz salopp sagen, ein Mini-Mais Plus. Ne, dass ihr da einfach ein bisschen mehr zu tun habt. Ist eigentlich mehr interessanter für die Konsolenspieler, weil die ja Mais Plus nicht haben. Also denen würde ich, wenn sie es ein bisschen knackiger haben wollen, das Ganze empfehlen. Für die PC-Spieler, ihr geht einfach auf Mais Plus. Mais Plus überschreibt dann alles. Da ist es dann irrelevant, ob ihr Food Plus startet oder. Ne? Das ist bloß mal so am Rande. Wenn ihr da irgendwie Informationen braucht, was zum Beispiel Proteine sind für Hühner, dann geht ihr einfach auf meinen Discord. Da gibt es so wunderschöne Bildchen, da gibt es einen extra Channel dazu, wo ihr das Ganze dann seht, was zum Beispiel Proteine sind. Das mal so am Rande. Ich glaube, ich habe das Ganze hier erhöht. Lass mich mal ganz kurz schauen. Wo haben wir denn hier den Trigger platziert? Da. Da sind es noch 30. Auf der neuen Version habe ich es erhöht auf möglichen 200 Tiere. Ich bin da auch so ein bisschen aus meiner Ecke rausgekommen, weil zum Beispiel Paddy sagt, du hast hier Platz, also die könnten. Und ich sage eigentlich immer so, ja nee, eigentlich ist es hier normal am Hof, dass man bis so rund 30 hat. Aber es tut dem Ganzen ja keinen Abbruch, wenn ich da mehr mache. Weniger ist immer kritischer, mehr möglich. Ne? Lassen wir einfach mal so stehen und ich glaube, dann passt es soweit. Gut, dann brauchen wir eine Schaufel. Wo haben wir eine Schaufel? Haben wir hier eine Schaufel? Ich glaube, unten bei der Mischte haben wir eine Schaufel, ne? Denn wir wollen auch den Futtermischer testen. Holen wir mal ganz kurz die Schaufel. Also heute ist auch ein bisschen ein Hoftag, ne? Ganz gemütlich. Die Galgenberg wird nicht so regelmäßig kommen, ja? Je nachdem, wie ich gerade im Testmodus drin bin. Ob ich da nochmal was machen muss oder nicht. Ja komm, wir haben gerade beim Teleskoplader dran. Dann nehmen wir den einfach. Da jetzt extra noch hin und her switchen, muss auch nicht sein. So, und dann wollen wir nämlich mal zu unserem Fahrsilo gehen. Fahrsilo, ein kleiner Tipp am Rande. Das ist aber so ein bisschen ein Giants Bug. Oft kommt es vor, dass ihr das Silo nicht zudecken könnt. Dann speichert er ab, geht einmal raus aus dem Safe Game oder runter vom Server. Alle, ne? Und geht dann wieder rein und dann könnt ihr es meistens zudecken. Eventuell müsst ihr nochmal 1% verdichten und dann geht's. Ich weiß auch nicht warum. It is what it is. Kann ich nicht ändern. Aber im Großen und Ganzen funktioniert's. Ich empfehle es immer wieder, zum Beispiel auch bei den Tieren, beim Mist, wenn die kein Mist produzieren. Kauft euch die Tiere einmal und dann speichern, runtergehen und dann sollte es passen. So, jetzt können wir das, glaube ich, aufdecken. Denn wir haben ja schon gut und gerne 3 Monate vorgespult. So.
Lass mal gucken. Hier vorne haben wir es ein bisschen flach dran. Ich weiß nicht, wie gut es da rausgeht. Ist mir in letzter Zeit schon häufiger vorgekommen, dass ich es dann nicht rauskriege so sauber, wenn ich es zu flach ablege oder wenn mir was runterfällt. So, das kommt jetzt in den Futtermischer rein. Wir könnten das Ganze selbstverständlich in einem ganz normalen Futtermischer anreichern, aber ich bin faul. Ich kriege oft die Menge, die Mischmenge nicht hin, je nachdem wie groß der Futtermischer ist und so weiter und so fort. Und dementsprechend mache ich das persönlich gerne über einen Futtermischer. Auch hier werde ich, das werde ich aber dann in den zukünftigen Karten dann mal integrieren. Solche Sachen wie hier. Da sagt dir immer Yogi, das wäre cool, wenn du das abreißbar machst. Normalerweise kennt er mich. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon, von Höfe abreißen. Aber sowas baue ich mir immer zusätzlich, mir persönlich rein. Da kann ich, glaube ich, über meinen Schatten springen und sagen, pass auf, das könnten wir dann zukünftig abreißen lassen. Ne? Gebäude nicht, weil es ist halt ein 1:1 Nachbau, aber solche Spielereien, die nur ich haben möchte, ich glaube, da kann ich drüber hinwegsehen und dann werden wir da zukünftig in den neuen Karten, also LS-Karten von mir im 25er, werden wir das Ganze ein bisschen, ja, expliziter angehen. So, das Ganze geht da rein. Dann haben wir hier Silage, das kommt schon mal rein, das passt. Ihr seht, ihr kriegt jede Menge rein. Jetzt müsst ihr euch hier entscheiden, welche Option. Ganz oft, hä, warum hier, da, alles rein? Nee, ihr habt hier einmal die Kategorien. Dann habt ihr hier eine Zusammenfassung aus dem Ganzen. Ne, da kann all das muss rein, nicht in ein Rezept, sondern insgesamt und das kommt raus. Da müsst ihr hier genau reinschauen. Hier kommt Stroh, Heu, Silage, Mineralfutter rein. Ne? Und hier ändert sich das Ganze. Da kommt Getreideschrot mit rein. Da kommt jetzt zum Beispiel Gläsilage und Mineralfutter rein. Also da gibt es verschiedene Rezepte, die ihr da reinschmeißen könnt. So, heißt also, wir müssen dann als nächstes Heu reinpacken. Heu sollte getrocknet sein. Auch hier, heute ist irgendwie so ein kleiner Tutorial-Tag, so grundlegende Fragen von euch. Das ist eine Heutrocknung, wie der Name schon sagt. Ich glaube, man könnte auch Grastrocknung machen, dann wäre es vielleicht doch nochmal eindeutiger. Denn aus getrocknetem Gras wird ja schließlich Heu. Aber es ist kein Heulager, ne? Weil sonst würde es Heulager heißen. Es ist nur eine Trocknung. Weil hier wird immer wieder gefragt, Yogi, kann ich da eigentlich auch Heu einlagern. Ja, nee, es ist halt eine Trocknung, ne? So, jetzt muss ich bloß das richtig treffen. Ich weiß gar nicht, bin ich da schon jemals mit einer Schaufel hin? So, lass mal gucken. Wir haben ja hier drin auch die Produktion. Hackschnitzel, Gras, Heu ist auf jeden Fall drin. Das heißt, rein theoretisch müsste es auch rauskommen. Jetzt kann es sein, dass die Schaufel das vielleicht nicht kann. Was ich mir aber nicht vorstellen kann. Frontlader. Da. So. Er geht los. Doch, da ist Heu drin. Also rein theoretisch sollte es gehen. Warum geht es nicht? Ich bin schon am richtigen Trigger, ne? Er kennt sich nicht mal am eigenen Trigger aus. Habe ich hier irgendwie ein anderes Gerät? Das muss ich euch leider auch Gottes bitten. Ihr seht ja, ich habe jetzt genauso ein Problem wie ihr, ne? Kommt irgendwas nicht raus. Was machen die meisten? Die kommen direkt in Discord und fragen, Yogi, du musst da unbedingt mal drüber gucken. Da geht was nicht. Liegt an der Karte. Ja, was mache ich? Ich nehme jetzt einfach mal vor, erstmal ein anderes Gerät und teste es einfach mal, ob es am Gerät an sich liegt. Es kann ja jetzt sein, dass die Schaufel da nicht so einen guten Trigger hat, ne, wie viele Mod-Sachen und so weiter. Kann ja vorkommen.
Und dass ihr nicht uns unnötig die Zeit stehlt, bitte ich euch einfach mal, nehmt einfach mal kurz ein anderes Gerät. Und fahrt mal mit dem hin. Und wenn es dann immer noch nicht geht, dann seid ihr natürlich herzlich willkommen. Schreibt euer Problem rein mit einer Log. Log immer dazu, weil ohne Log können wir schwer Fehler analysieren. Schreibt rein, wo das Problem liegt. Ihr seid auf der PlayStation oder PC und. Ne? Also lieber zu viele Informationen als zu wenige. Umso besser, umso schneller können wir euch helfen. So, komme ich hier so ein bisschen durch. So, ich glaube, das müssen wir nochmal in Ruhe machen. So, komm, einmal geradeaus hin. Fällt doch bloß eine Mugersäge. Jawohl, eigentlich sind wir drüber. Okay, ich habe hier definitiv ein Problem. Das seht ihr mal, deswegen testen wir es. Das ist der Grund, warum wir das Ganze testen. Fahren wir nochmal zur Sicherheit hin. Schieben den so richtig ekelhaft hin. Jetzt müssen wir doch drüber sein, ne? Okay, also da kommt nichts raus. Warum? Warum kommt da nichts raus? Letzter Idiotentest. Dass wir wirklich auf 100% Nummer sicher gehen. Ich würde sagen, wir stehen definitiv drunter. Und es geht nichts. Symbole an. Aber warte mal, wir haben doch hier... Ja... Hä? Seit wann ist denn das so? Heu? Ach nee, das ist die Kaufstation. Stimmt. Das ist nur die Kaufstation. Aber zum Auslagern muss ich schon im Anhänger sein. Also das passt soweit schon. Jetzt muss ich mal schauen. Oh scheiße, ist das unangenehm. Das ist unangenehm. Das ist aber jetzt richtig unangenehm. Oh Mann! Es tut mir leid, dass ihr jetzt schon wieder alles eure Kommentare rausnehmen müsst. Ihr könnt ja schreiben, einmal mit Profis. Wie wär's das? Gerne einmal mit Profis. Also wir haben hier einlagern Stroh und hier auslagern Stroh. Wir haben doch dieses Heu haben wir doch im Innenbereich. Ey, da seht ihr mal, wie lange ich schon nicht mehr auf der Galgenburg unterwegs war. Zweite Ebene. Natürlich haben wir die Heutrocknung doch im Innenbereich, du Depp. Mann! Ich sollte mal wieder öfters Galgenburg spielen. Die Galgenburg. Eieiei. Unangenehm! Da müsst ihr hin. So. Und dann können wir nämlich auch hier Mischration rauslassen. Warum kann ich hier keine Mischration rauslassen? Es wird noch unangenehmer. Ihr seht, ich habe Spaß. Also Heu, wir haben... Ja doch, wir wollen ja Heu. Wieso komme ich auf Mischration? Also jetzt bin ich komplett Banane. So, also. Jetzt haben wir Heu. Wo hat der sein Hirn lang? Wo hat der bloß sein Hirn klasse? Und die Frage ist... Ach, unsere Kälber sind schon groß geworden, ohne Fressen. Gedacht, warum sind die so riesig geworden? Wir haben ja vorgespult, ne? Ohne Futter. Die können wir ja mal rüberschieben dann in den anderen Stall. So. Jetzt brauchen wir den hier noch drin. So kann man auch ein Video vollkriegen, ne? Kennt sich jeder mal seine eigene Karte aus. So. Also, das heißt... Wir brauchen hier noch Mineralfutter. Solange Güter fehlen, müsst ihr weitermachen. Ne? Mineralfutter werden wir auf jeden Fall noch benötigen. Und Stroh. Das Stroh werden wir uns dann zeitnah holen. Wir kämpfen uns einfach Schritt für Schritt durch. Ist ein Let's Test und kein Let's Play.
Deswegen alles in Ordnung, alles entspannt. Die Karte läuft erstmal. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, vermutlich mit der Strohernte in dem Monat Juli. Bleibt erständig. 40.